So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder eine Runde Counter-Strike und zwar geht es heute wieder um ein kleines Case-Opening. Wie ihr mitbekommen habt, schon in meinem anderen Video ist halt ein riesen Patch und Update gekommen und Danger Zone gekommen und damit natürlich auch eine neue Kiste. Schauen wir gerade mal rein, wie diese Skins aussehen, was ich davon halte. Die MP9 sieht ganz nice aus. Glock, ja, ist auch nice. Halt so ein Rework, einfach gibt es ja schon die Deagle Blaze. Ja, sag ich mal nichts dazu. Magnesium. Ist nice, aber auch nicht so der Hammer. Black Sand, ja, okay. Blablabla. Tech 9, ja, Fubar, lol. Scavenger, Auto-Tacker brauchen wir auch nicht. Die hier ist viel, ziemlich vielversprechend, das mit dem Rot. Bin ich auf jeden Fall mal generell gespannt drauf, wie die dann in-game aussieht. Pipe Down, auch nicht so der Hammer. P250 sieht auch nice aus. USP feiere ich. Da habe ich auch die M4A1S schon gefeiert. Die UMP sieht auch ziemlich cool aus. Die Deagle ist nichts Besonderes, würde ich jetzt behaupten. Die MP5 könnte auch cool aussehen. Bin ich gespannt, wie die Ingame aussieht. AK Asimov ist nice, mal wieder die Asimov auf den Tisch zu bringen. Finde ich auch ziemlich nice. Bin ich gespannt, wie es Ingame aussieht. Und die AWP Neonor müsste ich auch mal Ingame angucken. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Generell die Skins finde ich okay. Im Gegensatz zu den letzten Cases. Was für Knives hier drin sind, weiß ich gar nicht. Könnt ihr mal gerne dazu schreiben, was ihr für Skins feiert und dann sag ich mal, mach mal direkt mal eine auf. Ich hoffe auf das Glück, dass wir jetzt am Anfang vielleicht doch direkt was Cooles ziehen, wenn noch nicht so viele gute Sachen gezogen sind. Dementsprechend sind die natürlich auch die wertvollen, die Items noch wertvoll. Die werden jetzt relativ schnell auch droppen, denke ich. Die Shotgun. Und vielleicht kriegen wir einen gescheiten Blaze-Skin. Wobei, wenn du da halt einen Skin hast, der so noch ein bisschen was wert ist, dann kannst du den jetzt eh noch nicht spielen und musst dir dann günstiger holen. Der Knight sieht doch gar nicht so schlecht aus. Die hat irgendwie so ein Fade vorne. Die kann man jetzt hier nicht angucken. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr da schon ein paar Kisten aufgeknüppelt habt oder was ihr davon haltet. Oder da war die. Oh, die Deagle wäre nice. Die Glock Star Trek. Oh, es sieht halt aus wie die Deagle. Das ist die Einsatz erprobt. Ja, die wird auch noch ein bisschen was wert sein, aber natürlich nicht im Vergleich zu dem Kistenpreis jetzt derzeit noch. Schön, die pinken Sachen fliegen vorbei, lila fliegt vorbei und wir enden natürlich auf blau. Ah, die sieht auch ganz okay aus, aber ja, ist dann natürlich so ein blauer Gegenstand. Das ist so der Hammer. Also generell könnten wir auf jeden Fall mal wieder reinlacken. Nur was richtig Fettes ziehen. Jo, das nehme ich. Sieht sogar richtig gut aus. Einsatz erprobt, okay. Skin ist gar nicht so schlecht, wie ich jetzt auf dem kleinen Bild gedacht habe, aber ja, sieht ganz cool aus. Kann man lassen, ist bestimmt noch ein bisschen was wert. Können wir gleich mal schauen. Ja. Ah, die Fubar. Ja, sieht halt kümmerlich aus. Guckt auf jeden Fall auch das andere Video an, wo ich den quasi den die Patch, die kleinen paar Sachen erwähne und auch kurz meine erste Runde im Battle Royale Mode spiele. Macht ganz Bock auf jeden Fall, also es ist nicht so schlecht, wie ich jetzt erwartet habe. Oder jeder hat jetzt, denke ich mal, ist erstmal kritisch, ist halt wieder ein mehr Battle Royale Modus, aber. Die MP5 hat man schon, auch wieder ein Star Trek abgenutzt. Bin gespannt, was die Deagle wert ist. Wir werden gleich mal schauen. Glock. So. Hier ist der neue Badge, der Loyalty Badge. Für alle, die sich halt Counter-Strike gekauft haben damals. Ist halt auch krass jetzt, so wie die Wendung kam. Oh, die P250 wäre nice gewesen. Okay, war wohl nichts mit dem Anfängerglück. Dass man sagt, okay, ich mache die ersten paar Kisten auf und krieg mal wieder vielleicht. Oh, nice. Ich weiß nicht, was die aktuell wert ist. Fabrik neu, da bin ich jetzt mal gleich gespannt. Die letzte Kiste mal noch aufknüppeln. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und die P250, nice. Bin ich mal gespannt. Auch Factory New. Komm, da schaue ich mal kurz rein. Was die denn jetzt aktuell wert ist. Gerade mal auf dem Desktop umschweifen.
So, jetzt haben wir hier die Factory nur 4 Euro nur noch. Okay, jetzt gucken wir mal, was die viel testet. 14 Euro, das ist ganz nice. Und, oh, die ist sogar 39 wert. Okay, das ist nicht schlecht. Wie sieht es bei den anderen so aus? 2,70. Star Trek, da ist gerade keiner auf dem Markt. 1,32. Ja, auf jeden Fall heißt es hier gleich wieder alles direkt verkaufen. Dann war es gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall Bock gemacht. Gebt einen Daumen hoch für ein Video. Könnt mal reinkommen, was ihr so gezogen habt. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.